Ja, liebe Leute, in der letzten Folge waren wir dann tatsächlich doch nach dem Gespräch von mit Rose und Olivia und auch immer und dem Kampf gegen Bettis dann auf der Suche, oder sind wir auf der Suche noch immer noch nach Reißfleisch. Ich will dieses Pokémon irgendwie haben, im Team haben. Nur, das große Problem ist, dieses Pokémon ist extrem flüchtig. Ihr habt es wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen, irgendwie will es dann doch nicht. Frage ist, ob ich jetzt hier nochmal Pokémon-Spots gibt. Aber ich sag erstmal die Mine. Ich habe so viele Pokémon-Spots, gibt es nämlich hier nicht. Aber doch wohl, das könnte nicht gehen. Wir machen erstmal ein bisschen weiter und kommen dann wieder zurück. Also, wenn ich ehrlich bin, dann ist es euch. Schöne von mir. Wir machen erstmal hier ein bisschen weiter mit der Mine. Mein Pokémon ist heute total übermütig. Wir müssen mal kurz an die Dampf abpassen. Naja, schauen wir mal. So, Wagon, Weiterentwicklung von. Ja. Dieser kleine Stein, den man auf Route 3 findet. Komm jetzt nicht auf den Namen. Ja, okay. So, muss ich jetzt mal kurz. Ich sage jetzt gerade, dass ich kein Wasser bekommen habe. Ich gehe nach dem Kampf mal irgendwie heilen jetzt mal. Und vor allem eine Tränke holen. Ja. Ach, das war jetzt so klar, dass du in dem Moment den Glück hast und auch den Push kriegst von den ganzen, mit einer ganzen Attacken. Wir brauchen dringend Wasser-Pokémon. Komm, sonst nicht. Weiter. Kann das die Arena betrifft. Wenn die Arena ist zu Feuer. Ist ja zu Feuer. Und da ist mein Starter, wie siehst du. Da finde ich kein Kino, sehr wenig Kino. Ja, es wird definitiv jetzt schwieriger. Sagen. Es wird definitiv schwieriger jetzt. Also, schwierig werden. Oh, du lässt immer noch keine Attacke. Gut. Ja, damit das besiegt, das ist gut. So, dann nehme ich dir das Item mit. Im Gegensatz zu den anderen ist das ein Item, das sind Finsterbälle. Okay. Ja, genau in dem Moment, wo mir das FM entgegenspringt, hauen die alle beiden ab. So. Ich muss mich mal ganz kurz heilgehen und vor allem mal neue Bälle kaufen. Ah, Gott. Neue Tränke kaufen. Dann kann man hier weitermachen, den Clip. Ich würde diese Mine gerne heute hinter mir lassen. Im Idealfall mit meinem so einem Pokémon. Warte mal, kurz. Bälle vergessen. Wir kaufen mal ein paar Tränke. Da keine Attacke, wo ich jetzt. Wo ich Pokémon am Abhauen verhindere. Die Frage ist, welches Pokémon hat das? Dickda vielleicht hat das, glaube ich, gehabt. Dickda, ich weiß, das Super besitzt die Attacke Horrorblick. Aber ich glaube, hier kriege ich kein Super. Gala für die. Sollen wir zwei von denen? Also, die sind schon schnell genug. Ich hoffe, wie gesagt, dass es irgendwie möglich ist, das zu fangen.
Yes! Ich hab's. Wir haben ein Wasser-Pokémon, endlich. Und wir haben unser nächstes Teammitglied. Teammitglied Nummer 5. Jetzt können wir tatsächlich ohne Probleme die Mine hinter uns lassen. Es ist ein Käfer-Pokémon. Beziehungsweise mit einem Weibchen Wasser. Und das ist halt, wie gesagt, ich will es unbedingt ins Team, wollte es ins Team nehmen. Jetzt ist es mir herzlich egal, ob wir dann abhauen oder nicht. Wir haben es, wie gesagt. So, uns fehlt es noch ein Teammitglied auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird demnächst kommen. Also dann irgendwann nach dem Ort Nummer 6, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann im Würscheinwald heißt der Wald. Ja, müsste, glaube ich, heißen. Also es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber wir haben jetzt unser nächstes Teammitglied. Endlich. An Bord. So, hier haben wir noch einen Trainer. So, du hast einen Kiesling. Wir haben dieser Vorteil, ist, dass wir jetzt ein Wasser-Pokémon besitzen. Aber dieses Kiesling. Müssen wir jetzt mal besiegen. Ich weiß gar nicht, ich hab das nicht vorher ziehen. Rüstung. Verteidigung sinkt und Initiative dann steigt. Ja. So, wenn ich Glück habe, kann ich jetzt gleich Whirlpool unserem Reißschlauch beibringen. Wie gesagt, diesem Video machen wir auf jeden Fall noch diese Folge. Würde ich sagen. So. Dann machen wir in der nächsten Folge dann die nächste Stadt. Dann geht es nämlich weiter. Noch nicht wirklich viel. Ah, okay. Falls eine KP auf die Hälfte des Maximalwerts oder weniger, zieht sie sich ängstlich zurück. Okay, das erklärt, warum es dann abgehauen ist. Durch seine Fähigkeit. Das heißt, wir haben es ja nicht wirklich weit runter geschwächt. Dadurch, dass es immer die Hälfte war, konnte es nicht abhauen. Ah, Gott. Ich muss auch mal drehen, irgendwas wäre ein Knappel. Gut, okay, machen wir weiter. Dann brauchen wir den letzten ziemlich tief. Und dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alle Typen abgedeckt, die wir schlagen können. Und der Vorteil, dass wir ein bisschen weiterkommen, aber das dauert jetzt noch ein bisschen. Das kann ich euch jetzt schon mal so sagen. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis wir das nächste Pokémon bekommen. Naja, wait. So. Ich bin jetzt in erster Linie beruhigt, dass wir das auf jeden Fall haben. Das bereist du auch jetzt natürlich, weil wir nicht gefangen haben. Dann nehmen wir das Ding hier mit, das Item. Giftklaue verlängert die Dauer von. Und guck mal, wie wir da so haben. Och, da ist Team Yell und dahinter sitzt noch ein Reißlauer. Sehr gut. Okay. Hey, hast du mal eine Minute? Du bist doch ein Arena-Challenge teil, oder? Anometer, nicht Arena-Challenger. Scheitert im Kampf. Hey, was ist denn hier los? Was? Ist das ein Fanclub? Du bist ja bald so fast so beliebt wie mein Bruder. Moment, sag mal, geht's noch? Wir sind gerade mitten in einem tiefsinnigen Gespräch mit dem da. Da Platz vor, den zukünftigen Champ. Ach, guter Witz. Du schaffst, dass er nicht lustig war. Wenn es nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen. An welchen Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Was ist denn? Bist du bereit? Weiter? Nein, noch nicht. Ich muss Moment. Ich muss kurz was machen, noch schnell. Weil da nehme ich mal Voldy vom Feld da oben. Und setze. Gut, die besitzen allesamt Unlicht-Pokémon, das weiß ich. Ah, dann ist, glaube ich, Kikalo jetzt, glaube ich, die richtige Wahl. So. Ist er endlich bereit?
bin bereit auf jeden Fall. Dann geht's jetzt los. Was geht's? Die zwei da. Die machen wir jetzt im Doppelkampf platt. Also die Folge wird ein bisschen kürzer sein als die letzten Mal, das kann ich euch schon mal sagen. Wir machen halt im Quartier nur die Mine fertig. So, er behält immer noch seinen Volley. Level 22, okay. Ach ne, es ist noch 22. Gut, dann ziehe ich erstmal Geradax aus dem Haus. Das ist nämlich vom Team Unlicht und normal. Also vielfach schlecht gegen Kampf, damit hat sie ja keine Chance. Tschüss. Liebes Geradax. Geradax. Ah, du kannst auch tatsächlich. Gut, aber das ist aber irgendwie nicht so wirklich effektiv. Pam, pam. Als nächstes. Oh, das muss aber ziemlich schnell weg. Das könnte Wally Ärger machen. Ich würde es auf jeden Fall auch, weil es sich gleich besiegt ist. Tschüss, Wally. Tschüss, Wally. Gut, das ist die richtige Wahl, jetzt gerade mit einzusetzen. Das Flug-Pokémon. So. Das ist jetzt auch wirklich noch Gaun und Hux, weil das Pam-Pam kriegt gerade mit ohne Probleme weg. Die Rechte mit 25. So, der Glücker ist es jetzt. Glücker macht auch. Noch kurz klein, der Bär hat dann kriegt gerade mit dem Effekt. Hier, Parada. So, die Wolfwirkung ist für Lilou, das hatte ich vor einiger Zeit mal gefragt. Das war so die erste oder zweite Folge. Habe ich nicht den Namen. Geopard aber kam nicht wirklich weit. Okay. Das ist wieder gute Erfahrungspunkte für unser Team. Oh, jetzt guck mal, Level 24. Kreideschreiben möchte ich lernen. Braucht aber nicht. So, keine weiteren Level-Ups. Nur das eine. Aber, ja. Oh, Wolli entwickelt sich nicht. Level 26, 25, okay. So, damit bist du nicht mehr hoffentlich nicht mehr so langsam. Und wir lernen die nächste erste Entwicklungsstufe, oder zweite Entwicklungsstufe kennen. Das ist ein Kind von uns. Nämlich Belektro. Ah, neue Pokédex ist einfach klar. Ja, check ich das erst. Dieser Knirsch ist der kleine Bruder, das stimmt. Ach, hätte ich nur so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die 15 greifen noch TV, also keiner was schnell, keiner schnell was über. Ab, weg, schnell. Du bist einsame Spitze, aber kein Wunder, bist du ja auch mein Rivale. Aber von Carbo fehlt immer noch jede Spur. Versteck dich so Typ bloß. Definitiv, gehen wir noch ein Stück weiter, vielleicht finden wir tiefer in der Mine. So, oh. Klar, dass du im Moment auftauchst. Ja, FM ist kein schlechtes Pokémon, ein Flug-Drachen-Pokémon, aber wir haben ja schon ein Drachen-Pokémon. Deswegen werden wir es nicht mitnehmen. So, da sitzt Kamal und die Bunkel. Und da sitzt wieder Reißlauf. Ja gut, okay, jetzt haben wir es ja schon. Wir brauchen es jetzt nicht nochmal. Das Pokémon zu fangen, das dauert immer ein bisschen. So. Ludwig. Hier hat Wasser im Boden, glaube ich, meines Wissens. Aber jetzt gerade für uns eher uninteressant, also keine Weiterentwicklung betrifft, wenn sie sitzt.
Wo wir da mal hier? Mit meiner Dampfkraft kann ich jeden Gegner davon pusten. So. Gut. Du hast einen Rotomor. Scheiße, ich hätte mal weiter. Geht wieder die Erde. Okay. Kann ich nicht schon schön schauen mit dem Pokémon? Ich habe viele Schwäche gegen Boden, ne? Ich habe drei Stück. Drei Pokémon, die gegen Boden Schwäche haben. Das fällt mir gerade so auf, nebenbei. Gut, da gehst du noch einen hinterher. Schau mal, ich hätte sie auf die Fresse gekriegt. So. Gut, dann machen wir das. Rotomorph mit Blut. Plöppen wir das. Oh ne. Wir haben ja ein Wasser-Pokémon, aber wir haben doch keine Attacke dafür. Wir haben auch unseren Knappel da noch gar nicht. Wir brauchen dringend Wasserattacken. Wasser- und Pflanzenattacken. Sonst haben wir vor allem gegen Steins-Pokémon. Vor allem in der nächsten Arena ein dickes Problem. Weil er besitzt die Weiterentwicklung von diesem Wagon. Also ich glaube Monte Carlo heißt das, glaube ich, dann. Als Dynamax-Form. Ne, besitzt es nicht. Quatsch. So. Aber das kommt irgendwann noch später dazu. Also sollten wir. Aber da müssen wir nicht alles haben. Müssen wir trotzdem nicht weiterkommen. Pushst du dir jetzt so der Werte? Der Initiative und jetzt pushst du deine Angriff. Eine Verteidigung. Ich finde, Glück haben, kommt trotzdem durch. Ja. So. Und ich besiege Reizlaus Level 23 und Knappe Level 21. Und trotzdem noch keine Attacken. Ja. Okay. Oder die beiden brauchen einfach viel Geld. So. Da gucken wir mal, ob wir hier Attacken machen können. Ja gut, ich könnte jetzt mal ein bisschen. Zumindest könnte Reißlauf wenigstens die Sternschau-Attacke beibringen, damit ich ein bisschen weiterkomme im Spiel. Und anderes gerade nicht. Ah, da müssen wir viel, viel Geduld haben. Oh, das ist eine TM. Was haben wir denn hier? Die TM wurde für Sackkram. Okay. Das ist nicht ohne. Bringt die was? Kann ich die mal beibringen? Zur Zeit. Zur Zeit. Wir fangen wieder hoch. Okay. So. Hier ist nochmal Hopp. Ah, Kabel. Oder besitzt ihr das doch? Ich hab mir gerade auf. Ah, es dauert alles noch, ne? Ne, Herzkreis, okay. Also, ich würde nicht im Team. So, aber mein Wagen ist weiter abzustellen, ist völlig inakzeptabel. Du hörst doch gar nicht, Chat. Wir sind mit dem Fensterwagen. Versteck, Alter. Nach dem Kampf gegen den Typen bin ich zu platt, um mich weiter mit ihnen zu streiten. Lass es die Biege machen. Schnell weg hier. Zwei. Wenn sie wirklich Fans vom Wagen wären, hätten sie sich von der Arbeit abgehalten. Kabo, Mann, wir wissen, wie sie die zwei eben abgefertigt haben. Das war einfach genial. So stelle ich meinen Feuerarena-Leiter vor. Was? Wer? Wie? Wer seid ihr? Ah, ihr müsst das sein. Trainer, den Delion eine Empfehlung geschrieben hat. Ich wollte die Zeit, bis die ersten Challenger meinen Stadion auftauchen, sinnvoll nutzen und habe hier noch ein wenig trainiert. Hier in der Galamine 2 gibt es viele Pokémon, die dem Team Wasser angehören. Das ideale Trinkt auch für jemanden, der möchte auf Feuer-Pokémon spezialisiert ist. Aber es ist langsam spät. Wenn ihr die Biene verlasst und geradeaus weitergeht, geleitet ihr nach Endon City. Quartiert euch dort im Hotel ein und ruht euch aus, wie ihr euch damit in Topform seid, wenn ihr gegen mich antreten. So,
du. Du sollst auch langsam umkehren, Wasser. Komm, ich bring dich nach Hause. Morgen heize ich euch ordentlich ein. Ja. So. Mein Bruder hat mir mal erzählt, dass sich viele Trainer an Cabo die Trainer aus Zähne ausbeißen. Ja, das wusste die Arena schon nicht hinspeisen. Aber wir werden schon noch sehen, wie wen er heizt. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt trainieren. So, reiß aus dem Trinklevel. Und vor allen Dingen. Ja, Wasserattacken. Dann sollte das tatsächlich machbar sein. So, wir sind jetzt raus aus der Arena, aus der Mine. So, das Waggon, von dem wir bestimmt hier mein Pokéjobs erledigen. Du weißt, die Pokéjobs sind? Nein, wirklich nicht. Puh, na gut, da muss ich wohl über der zukünftige Chef ran und dir das erklären. Der von dem jetzt an, die Zerstörung ist ungefähr so erklärt. Irgendwelche Firmen oder Leute suchen nach Pokémon, die bei verschiedenen Arbeiten, sogar Pokéjobs, unter die Arme greifen. Ja, und die Ausschreibung, die findest du bei Retomina und jedem beliebigen Pokémon-Center. Okay, Vorsicht in den City. Mann, bin ich alte. Ich habe ein Crossbeam erstmal richtig schön ins Ohr. Schließlich steht morgen der Feuerrinnerleiter auf dem Plan. Genau, ich habe mich jetzt auch ins Ohr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, nämlich bei Pokémon Schild. Und da geht es weiter mit dieser Route hier. Und dann geht es nach Engine City. Und dann irgendwann werden wir dann auch den Feuerrinnerleiter ausfordern. Bis dahin und tschüss.